da wirst du schon zum Sido, da musst du dich schon in das Gras reingucken und dann rappst du die Parts, Bruder. Aber guck dir das an, wie weich das ist. Das ist so, das weichste Gras der Welt im Rosengarten. So, da kommen die SU-Bahn. Man kann sie gar nicht mehr auseinanderhalten mittlerweile. Aber willkommen zu einer neuen Folge von Ramses Kitchen. Und die SWR-Crew hat uns den Tipp gegeben, geht mal hierher zur Pizzeria Rosticceria Palma, denn da gibt's die beste Pizza Stuttgarts. Genau. Das ist sogar ganz in der Nähe vom Udo Snack, wo wir letztens waren. Deswegen wollen wir jetzt mal hier rein, da mal gucken, was gibt es da so im Angebot? Gibt es was Besonderes? Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt mal eine Pizza. Setzen unser Rex da draußen hin, um niemanden zu belästigen. Schauen mal in die Karte und dann wird wieder mal getestet. So, das sieht doch gut aus. Pasta, Wraps, Pizza, Salate, vegetarisch, Tagesessen. Das ist lustig, das sind auch extra Chilischoten dahinter, damit du weißt, dass das schön scharf ist. Achso, ja, wir gucken jetzt aber erstmal, ob wir eine Karte kriegen oder ob es so Zettelchen gibt. Gucken rein, suchen uns was aus und sagen dann, wie es weitergeht. So, wir sitzen jetzt hier vor dem Restaurant, mitten auf der Straße. Ihr seht hier überall Bam. Und das ist Feeling. Und das ist Iswo. Wir haben Hunger. Er freut sich schon. Ganz klassisch, der Iswo natürlich wieder Salami-Pizza. Nimmt er ja immer. Wir gucken uns nochmal hier kurz die Karte an. Also hier auf der Seite, was haben wir da? Antipasti, also verschiedene Vorspeisen. Farmerschinken und Melone, Salate natürlich, Wraps. Super, hausgemachte Suppen gibt's. Dolci, Verführung auf Italienisch, Tiramisu. Getränke haben wir da. Musst du dir das selber nehmen, Bruder? Gehst du rein, holst du Cola und dann hole ich noch Bier. Ja, such mir ja selber. Was gibt's denn hier? Naturradler. Das klingt aber verdächtig. Das wird wahrscheinlich ein normales sein. Dann haben wir noch italienische Qualitätsweine. Ja, 11,90. Die nehmen wir mit. Heiße Schokolade. Hier seht ihr nochmal den Namen. Also Pizzeria Rosticceria Palma. Abendkarte. Hier gibt es sogar Mittagsmenüs, die täglich wechseln. Also wenn ihr Pause habt und mal um die Ecke wollt, kommt ihr her. Ihr könnt ja auch Mittagessen ordern und so weiter. Und jetzt wollen wir nochmal auf die Rückseite schauen, wenn ich darf, damit wir nochmal die Pizzen abchecken. Pizza! Lecker und original italienisch, direkt auf Stein gebacken. Gibt es natürlich wieder die bekannten Sorten. Kann man alles nach unten durchgehen. Gibt es also schon eine größere Auswahl als vorhin gesehen. Mafiosi auch da. Scharf muss es natürlich sein. Erkennt man immer hier an dem roten Zipfel dahinter. Ja, und ich habe mich nicht lumpen lassen. Achso, hier gibt es auch Fleisch und Fisch. Habt ihr da Hähnchenbrustfilet? Könnt ihr euch da ergattern? Oder eben auch Nudelgerichte. Was wäre das Leben ohne echte italienische Pasta? Aber wir, hey, es gibt sogar Sparmenü. Du kannst hier zweimal Pizza, die sind alle immer 32 cm, mit jeweils drei verschiedenen Beilagen nach Wahl und zweimal Beilagensalat für 18,90, Bruder. Du nimmst Salami, Salami und Salami, habe ich schon gehört. Hier gibt es auch nochmal hier Pommes, ne? Große Portion. Und von den Pizzen haben wir uns jetzt rausgesucht. Wir haben einfach mal ganz unten geguckt. Was ist die teuerste? Verdammt, die ist gar nicht die teuerste. Achso, geht ja hier unten noch weiter, ne? Die 42 Giu Giu Mozzarella Salsiccia, italienische Wurst, scharfe Salami, Spiegelei, Parmesan, scharf, 11,90 €. Ihr könnt natürlich auch alles in Familiengröße nehmen. 50 cm statt 32. 94. Dann haben wir jetzt bestellt. Jetzt gucken wir mal, wenn das kommt. Wie sieht das aus? Wie schmeckt da? Der kennt das ja. Und der Iswo holt sich gleich noch eine Spezi. Ich hole mir noch ein Bierchen und dann passt das. Pasta! Oh. Ach, das gibt's. Ja, dann nehme ich halt so eins. Mezzomix. Und ein Stuttgarter Hofbräu. Magst du nicht? Ich nehme dir so eins. Gibt's halt Paulaner. Und kein Stuttgarter Hofbräu. So passt, reicht. Können wir wieder raus.
Das können wir gleich öffnen. Wunderbar. So, dann auf geht's. Nochmal ins Gesicht. Jetzt haben wir kurz Getränke geholt natürlich. Und der ISWO empfiehlt ein Paulaner Hefeweizen. Eigentlich hätte er sagen müssen, probier mal das Stuttgarter Hofbräu. Aber schon heute, als ich im Laden das nur angeguckt habe, da ist ihm schon der Brechreiz langsam hochgekommen. Er hat gesagt, kannst du nicht trinken, mach das nicht. Also gibt's Paulaner. Wenn wir hier in Pauland sind, müssen wir auch Paulaner trinken. Jetzt warten wir noch auf die Pizza. Freuen uns natürlich die extra die Folge nur für Romantik, weil der freut sich immer, wenn wir Essensbeiträge machen. Deswegen. So, das Essen ist angerichtet, die Mütze ist auch gerichtet, so halbwegs, eine dicke Stress schon wieder, weil er Hunger hat. Also guck mal kurz drüber, da freut er sich. Da ist er schon am Punkten mit seiner Pizza Salami. Ja, dann gönn dir. Hau dir gleich das ganze Stück mit einmal rein. Und das sieht man noch, den Batzen, den ich jetzt habe. Ist natürlich schon ein bisschen dunkel, die Lichtverhältnisse sind halt jetzt nicht mehr so gut, aber das nächste Mal müssen wir einfach eher essen gehen. Sieht auf jeden Fall sehr saftig aus und deftig und der Käse zieht sich, wie ich gerade beim ISWO sehe, der hängt aus der ganzen Schnude raus. Jetzt essen wir erstmal in Ruhe, gucken dann, was das Ergebnis sagt. Ja, aber ich denke mal, das sieht schon gut aus, also der ISWO, der freut sich schon mächtig. Ich denke mal, das passt. Super geil. Ganz gepflegt essen wir natürlich mit Messer und Gabel. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir nehmen uns mal hier jetzt aus der Mitte ein Stück raus. So, komm her. Und hier und da um den Boden durch. Hm. Schmeckst du gleich das Ei raus? Und auch das Würzige, es fängt nämlich jetzt schon an zu brennen. Messer ordentlich Käse drauf, der zieht sich auf jeden Fall schön. Deswegen glänzt die Pizza auch so gut. Also die ist wirklich würzig, da ist auch gut, dass das Zeichen dahinter ist. Ist bestimmt nicht für jedermann. Aber manche sagen immer scharf und dann ist das gar nicht scharf. Und hier kann man wirklich sagen, das passt, da ist Schärfe vorhanden. So, jetzt sind wir also fertig, machen uns natürlich wieder auf den Heimweg und hier haben wir nochmal schön stehen. Zu jedem gehört ein Ah. Das filmen wir nochmal ab hier. Zu jedem gehört ein A. Jetzt würde ich gerne noch so viel erzählen, aber es ist so dunkel, deswegen rede ich den Rest einfach zu Hause. Wir sehen uns also dann nochmal. Bis dann. So, wir sind jetzt also auf dem Weg nach Hause, noch ein paar Stationen, dann haben wir es endlich geschafft. Und wir wollten noch ein kleines Fazit abgeben, Feedback. Also ich muss erstmal sagen, der Mann war natürlich sehr freundlich. Der hat uns selbst, als wir reingekommen sind, haben gesagt, wir wollen draußen essen. Guck mal, wie ich gucke, ich bin schon wieder total betrunken. Da kam er mit raus, hat sich an den Tisch gesetzt, wo wir sitzen, hat seinen Block da auf den Tisch geknallt, hat sich erstmal bequem da hingepflezt und hat mit uns geredet, erstmal Hallo gesagt, alles, hat die Bestellung aufgenommen. Dann kam das Essen auch relativ zügig, hat auch richtig gut geschmeckt, muss ich sagen. Da war ja auch diese Peperoni dahinter. Was heißt, dass das ja scharf sein soll. Die meisten, die geben ja immer an, extra scharf oder sonst was. Du merkst einfach nichts. Aber da war es wirklich so, da war die Peperoni dahinter und ihr habt wirklich gemerkt, dass das extra scharf ist. Das war sehr würzig, auch das Spiegelei habt ihr deutlich rausgeschmeckt. War was ganz anderes, auch diese italienische Wurst, die da drauf war, kenne ich auch nicht, gibt's bei uns auch nicht. War also wieder was ganz Besonderes. Preis von 10,90 Euro oder so, glaube ich. Genau. Und Größe 32 cm, also kann man machen. Hab dann im Endeffekt 13,10 Euro oder so eigentlich bezahlt. Hab ihm aber einfach 15 Euro gegeben. Wollte ich so machen. Hat er noch geguckt hier auf mein Namensschild, gesagt, ja, der Roman, ne? Hat gesagt, das ist aber Ramon, aber egal. Das haben sie ja schon ganz andere durcheinander gebracht. Und der hat uns sogar dann beim Bezahlen, hat er uns auch noch die Hand geschüttelt.
war zwar lauter Mehl dran, dann hatten wir auch lauter Mehl an der Hand, aber das war natürlich alles irgendwie sehr sympathisch und wir waren gerne dort, würden auch wahrscheinlich wieder hingehen, nochmal dort Pizza essen. Also, wenn ihr mal eine leckere Pizza möchtet, bei gutem Ambiente, kann man nicht sagen. Wir saßen ja mitten an der Straße, da war es sehr laut, sehr chaotisch. Aber wenn ihr eine leckere Pizza wollt, geht mal dahin, testet das mal. Hat wirklich gut geschmeckt. Und immer die Menschen, die sind immer so laut. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Hat sich also gelohnt. Die SWR-Crew, hat da also keinen Mist erzählt. Das war's aber von heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.